die große Überraschung für die Hermine. Es ist ja gesammelt worden für ihren großen Traum, einen Hubschrauber-Rundflug. Und jetzt holen wir es einfach mal raus. Jetzt werden wir es einpacken. Hallo Hermine. Was kommt jetzt? Das darf ich ja nicht verraten. Ich musste jetzt lediglich sagen, dass das von den ganzen Studenten und auch von der Uni mitgetragen wird und. Und du tust dich jetzt einfach mal umziehen und wirst dann mit der Helga mal kurz abdüsen. Dass hier sowas mit mir macht, mir arme alte Weiber. Ich bin gar nicht aufgeregt, aber irgendwie komisch. So, im Morgen habe ich so ein ganz komisches Gefühl. Hermine, das ist für dich. Du fliegst bei einem Hubschrauber mit. Soll ich euch was sagen? Das ist der Traum aller Träume. Wir wissen es. Immer schon gehabt. Toll ist es, dass ich leise habe. Danke, danke. Träume, die ich jemals gehabt habe. Ja, das wussten wir doch. Die Hermine so glücklich zu sehen, das ist unbezahlbar. Aber das war auch das Schöne, dass wirklich jeder seinen kleinen Beitrag geleistet hat. Also ich meine, das war jetzt letztendlich nicht von uns, sondern von ganz vielen Leuten, die einfach Fans von der Hermine sind. Und die sind Fans von der Hermine, weil die Hermine so ist, wie sie ist. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Spender, die sich beteiligt haben. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ihr seid echt spitze. Einmal über die Mensa gekreist. Der war extra über die Mensa, dass wir das nochmal gescheit von oben sehen. Wir haben über unsere Heimat geflogen. Einfach den Weg, wo ich jeden Tag in der Arbeit gefahren bin, auf Kipfenberg einmal gekreist über unserem Ort und dann haben wir wieder weggeflogen. Hätte noch länger dauern können. Hermine! Wie war's? Wie war's, Hermine? Super! 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 Wie es jetzt weitergeht, ja, mein daheim halt. Alle Sachen erledigen, die ich schon lange schiebe. Meiner Mutter helfen, nähen, stricken, großen Garten. Und auch einmal Zeit zum Nichtstun. Einfach auf das Kanapee legen.